old friend. It's Jack. I know it's been a long time, but listen, I'm sick. Like, seriously ill. So I finally could think a lot. Think about my life, the past, and the time we both were partners. Until the accident, I think we need to talk. Lane, you look terrible, man. But that's not a big surprise. I heard that ever since your wife left you, you pretty much spent every minute of the daydreams getting shit-faced. So I knew where to find you. I don't know where to start, it's been so long. I think in October, just a couple of days after her 17th birthday, it's gonna be 12, 13, or even 15 years, man, I don't even know anymore. After all, it doesn't matter. It won't change anything. I still remember sitting in my office doing paperwork, but then you got a call and headed out. Vehicle 67 West. I always wondered how things would have turned out if you hadn't taken that call. I mean, come on, going out on your own? Why didn't you call for backup? Being a hero, some bullshit? I know, we were young, the lack of experience. But is that an excuse? And even after you start that car, why the hell wouldn't you wait and play it safe? Why? Tell me. That guy wouldn't have had a chance to pull that goddamn gun at you, and it wouldn't have went off. It was you who killed her. You don't even know how that feels. It seems like my consciousness was blown away when I saw her on that table. I will never forget that. Never. Can you even imagine? I know. You didn't know she was there. I still remember how you tried to tell me and what happened. Trying to get any word out. My little girl, June. I miss her every day. Never mind. I guess my time is running out, eh? I never had the balls to contact you. But you didn't either. Now, it's too late. Somehow, it's funny. Wasting such a long time waiting for relief. But hey, you should know. I'll forgive you. We'll be right back.
Im gemütlichen und beschaulichen Ostfriesland gibt es im Örtchen Upganschott einen ungewöhnlichen Sportverein. Jeden Samstag lassen motorsportbegeisterte Männer und Frauen die Reifen quietschen, auf der Kartbahn Brokmaland. Auf der gut 650 Meter langen Rennstrecke erreichen die kleinen Rennwagen Geschwindigkeiten bis zu 55 km/h. Ein Nervenkitzel, der jedes Wochenende zahlreiche Besucher anlockt. Die Kartbahn ist ein beliebtes Ausflugsziel der Region. Und danach kommt ihr alle bei der roten Flagge wieder in die Garage zurück. Bitte fahrt also langsam, damit ihr da niemand gefährdet und keine Auffahrunfälle habt. Und steigt innerhalb offen angekommen, bitte erst aus, wenn es euch erlaubt wird, damit euch auch keine Ahnung hat. Okay. Dann dürft ihr euch jetzt die Sturmung auf das Feld nehmen und dann ganz schön. Die Begeisterung für den Kartsport und die Freude am gemeinsamen Hobby bewegte Motorsportbegeisterte dazu, einen eigenen Verein zu gründen, den Kartsportverein Ostfriesland e.V. Was wir heute ja eigentlich machen wollen, ist eine Siegerehrung für unseren Jahreswettbewerb, Brokmaland Cup, Leihkartrennen Cup. Wir haben also Pokale hier, da sind erstmal die Brokmaland Cup, dann den ihr in den verschiedenen Wertungen. Der Leihkart unter 75, über 75. Ja, Gold, Manni. Guck dich. Dir auch. Herzlichen Glückwunsch. Hast super gefahren. Während die meisten Ostfriesen am Samstag zum Fußball oder zum Bowlen gehen, treffen sich die Vereinsmitglieder auf der Kartbahn zu ihrem ganz eigenen Training. Auch für Jugendliche und Kinder gibt es das Training im Leihkart und im gedrosselten Jugendkart. Mit Hilfe von Verkehrshütchen wird das Fahren der Ideallinie geübt. Das sind unsere Tafel, wo die Ideallinie erklärt wird, dass auch neuere Fahrer sehen können, wie man am besten fahren kann. Nach der Fahrt gibt es vom Trainer ein Feedback zur gefahrenen Runde. Das Fahren im Regen ist besonders anspruchsvoll, da die Karts keine Reifen mit Profil haben. Mit diesen sogenannten Slicks hat man bei Trockenheit die meisten Bodenhaftung, Grip im Fachjargon. Bei Regen gerät man allerdings leicht ins Schleudern. Du könntest schneller sein, wenn du nicht so, du bist zu schnell, du gibst zu viel Gas. Du musst ruhig mal, ist ja ein Training, du musst ruhig mal ausprobieren, ich fahre mal etwas langsamer und wie komme ich denn durch die Kurve? Dass er nicht mehr schiebt. Dass das Kart ist, schiebt das ja immer so über die Gelenk ein und dann schiebt das so weg. Und ihr wollt ja einlenken. Ja. Weil wenn ihr dann weniger Gas nehmen könnt, braucht ihr nur ein ganz bisschen lenken. Und nie im Kart jetzt bei diesem Wetter so ruckartig. Ihr müsst im Kart ganz ruhig sitzen und ganz ruhige Bewegungen machen. Alles, was so ruckartig wird, dann geht das Kart weg und dann dreht sich das. Schön langsam mit Gefühl. Abgerundet wird das Training mit einer Einheit Materialkunde. Gut fahren zu können ist das eine, das Kart warten und optimieren zu können, das andere wichtige Mittel zum Erfolg. Ihr seht, der Reifen ist ja hier abgefahren, das sieht man hier dran. Da kommt schon die Karkasse raus. So, dann holen wir den Reifen mal runter. Der junge Mann neben mir hat wieder die Hände in der Tasche. Nein, hab ich gar nicht. Nein? Gut. Einmal darüber. Bei dem Kasten geht das relativ einfach und schnell. Darf nur nicht zu feste, weil der Reifen sollte sich ja bewegen, sonst werden die Lager immer spannend. Das war's schon. Dann kann ich da so. Das war's. Hast du gesagt, du hast die Hände in der Tasche? So, das war's. Dann dreht man das Ventil raus. So, kommt jetzt die Luft raus. Ja,
weil der Reifen muss leer sein. Wir müssen jetzt erstmal von der Felge runterdrücken. Nochmal einmal. Ventil muss immer nach unten zeigen. Einmal hier ordentlich reinlegen. Dann haben wir hier einen schönen langen Hebel. Ja, je länger der Hebel, desto weniger Kraft. Dann muss man den einmal, zweimal muss noch klacken, damit er ganz runter ist. Wie gesagt, Ventil muss immer nach unten zeigen. Dann kann man am besten arbeiten damit. Einmal das Eisen nehmen mit der Kante hier. Zieh den hinüber. Dann gehe ich hier hinter. Dann kann ich einmal als Linkshänder gehe ich links rum. So runterziehen, packe ich nochmal nach und so habe ich den Reifen runter. Ja? Es gibt drei Gruppen im Kartsportverein. Die Fahrer mit eigenen Karts haben ihre eigene Liga gegründet, in der sie gegeneinander Rennen fahren. Das Kart hat jeder Fahrer selber zusammengebaut und die Teile dafür, wie Chassis und Bremsanlage, sorgfältig ausgewählt und montiert. Allein der Motor ist bei allen Karts derselbe und darf nicht verändert werden. So wird sichergestellt, dass das fahrerische Können und die Feinabstimmung des Karts im Vordergrund stehen. Mit einem getunten Motor kann jeder schnell fahren. My old friends.
I miss my old friends, cause they know when I need them the most. I made some new friends, but they don't know what I do. What I do. Got a guy. I am and who I'm not. I miss my old friends. My old friend. Es gab nur einen deutschen Fußballverein, der von sich sagen konnte, er habe immer in der obersten Liga gespielt, seitdem es sowas in unserem Lande gab. Aber auch solche einzigartigen Erfolgsgeschichten gehen irgendwann zu Ende. Und heute ist es passiert. Der Hamburger Sportverein steigt ab. Die Uhr im Stadion, die jede Sekunde dieses langen Märchens zählte, bleibt stehen. Und jetzt heißt es: Elektronische Sportliga statt Bundesliga. Der HSV steigt zum ersten Mal in die zweite Bundesliga. Nach 55 Jahren ist Hamburg heute erstmals in die zweite Liga abgestiegen. Der HSV steigt erstmals in seiner Geschichte ab. Hamburg ist raus. Das Gründungsmitglied der ersten Liga, nur noch zweitklassig. Wohl kaum ein anderer Fußballverein ist in den letzten Tagen so präsent in den deutschen Medien wie der Hamburger Sportverein. Erst der Abstieg in die zweite Liga, dann der komplette Imagewechsel. Ein Traditionsverein kehrt dem traditionellen Fußball den Rücken und wendet sich dem E-Sport zu. Das gab es so noch nie. Gerade die letzten Jahre beim HSV lassen sich durch kein Wort besser beschreiben als durch das Wort chaotisch. Der ehemalige Erfolgsverein wirkte schwach und ohne Plan. Man könnte fast meinen, er wäre hilflos gewesen. Lange wurde auf eine passende Antwort seitens des Vereins zur Besserung der Situation gewartet, doch nur die wenigsten haben mit einer solch radikalen Entscheidung gerechnet, wie sie jetzt von der Vereinsspitze getroffen wurde. So war der Schock letzte Woche sehr groß, als Bernd Hoffmann, Vorstandsvorsitzender des Vereins, ankündigte, dass sich der Hamburger Sportverein aus dem Profifußball zurückziehe. Was anfangs viele noch für einen verspäteten Aprilscherz hielten, entpuppte sich als voller Ernst. So wurden große Teile der Fußballabteilung des Vereins schon abgebaut. Die Meinungen über diese Entwicklung könnten nicht gespaltener sein. So sehen manche hierbei die mögliche Rettung und andere den absoluten Untergang des Vereins. Nur eine Fraktion scheint sich eindeutig einig zu sein: die Fans. Diese fühlen sich vom Gründungsmitglied der Bundesliga verraten und verkünden ihren Unmut lautstark auf den Straßen Hamburgs. Die Meinung der Fans teilt auch HSV-Ehrenmitglied Johann Hammelbein. Bei diesem Hamburger Urgestein handelt es sich um den wohl größten Kritiker des Hamburger Sportvereins in Hinsicht auf die Entscheidungen der letzten Woche. Er wirft dem HSV vor, jegliche Verbindung mit den Fans verloren zu haben und sieht gerade hier das größte Problem an der Entscheidung. Das ist der erste Verein, der Vereinssuizid begeht. Man hat es doch kommen sehen, oder? Der Abstieg war doch vorprogrammiert. Die einzigen, die das nicht gesehen haben, waren Blinde. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Viele Experten aber sehen im Wechsel zum E-Sport großes Potenzial, den HSV wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Laut ihnen ist der E-Sport in wenigen Jahren relevanter als alle traditionellen Sportarten zusammen. Und die Statistiken der letzten Jahre bieten auch guten Grund, dies zu glauben.
Ein großer Supporter der letzten Entscheidungen der HSV-Spitze nennt sich Marius Frohmann, ein pensionierter Minecraft-Hunger-Games-Profi, der sich nun als Online-Influencer versteht. Der HSV wird in den nächsten Jahren eine Vorbildsfunktion einnehmen. Und viele, ja sogar weltweit, wenn sie mich fragen, werden es ihm nachtun. Das Fußballteam wurde gefeuert und durch professionelle Gamer wie Leon Görnet und Yannick von der Heide ersetzt. Doch der Wechsel könnte nicht holpriger verlaufen. So hat die Leitung des HSV Apple-Computer angeschafft, anstatt der für die Spiele benötigten Konsolen. Auch eine so einfache Sache wie der Kauf der richtigen FIFA-Version, einem Fußball-Arcade-Spiel, wurde hoffnungslos in den Sand gesetzt. Allerdings muss ich sagen, kommst du hin, guck dir die Scheiße an, Max, ich bin Konsolenspieler, ich weiß nicht, ob die alle keinen Bock mehr haben oder warum die auch nicht mehr in der Bundesliga spielen, aber auf jeden Fall, so geht es nicht mehr weiter. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da nochmal ein bisschen nachgelegt wird, damit man auch vernünftig spielen kann. Es scheint einem fast so, als wäre der Wechsel vom Fußball zum E-Sport nicht nur für Außenstehende plötzlich gekommen, sondern auch der Verein selbst wirkt überrascht und überfordert. Der HSV setzt das Muster der letzten Jahre fort und wirkt weiterhin unsicher. Es ist zu hoffen, dass der Verein die anfänglichen Probleme schnellstmöglich beseitigt, um endlich nach Jahren der Enttäuschung wieder souverän zu wirken. Es ist nun an der Zukunft zu zeigen, ob der HSV den richtigen Schritt getan hat oder ob er wirklich, wie Johann Hammelbein es beschrieben hat, den ersten Vereinssuizid der Bundesliga begeht. Eins steht auf jeden Fall fest. Die nächsten Wochen werden internationale Fußballgeschichte schreiben. Kommst du hin, guck dir die Scheiße an. Warum kriegen dich Ronaldo angewählt? Oh, das geht schnell. So schnell, ich bin noch gar nicht fertig. Da fragen wir sie im Innenraum gelegen, ne? Ich muss kacken. Kommt mal dazu, weil ich bin Heimscheißer. Ich kann so nicht arbeiten. Ich gehe gleich so hier raus, ne? Die Grundidee unseres Teams war ein 2D-Game in der Entwicklungsumgebung Processing. Um uns inspirieren zu lassen, haben wir zu Recherchezwecken ein paar Runden Nintendo NES gespielt. Unter anderem den Beat'em-up-Klassiker Double Dragon 2, in dem es im Wesentlichen darum geht, möglichst viele Gegner zu verhauen. Um unsere Möglichkeiten im Processing auszuloten, haben wir relativ früh begonnen, einen Prototyp anzufertigen.
Zu Beginn bestand der Spieler nur aus einem Kreis, welcher sich über die Tastatur steuern lässt. Dann fügten wir einen Boden und Gravitation ein. Danach wagten wir uns an die Bewegungsanimationen der Figuren, welche aus Sequenzen von Einzelbildern bestehen, die zeitabhängig dargestellt werden. Ein wichtiger Eckpfeiler in der Programmierung war die Kollisionsberechnung. Dies wurde durch die Verwendung von Koordinaten, Kreisen und Vektorsubtraktion realisiert, wie wir es schon im Modul Computergrafik angewendet haben. Gemeinsam entwickelten wir auch eine Story, die dem Spiel den inhaltlichen Rahmen geben sollte. Im Wesentlichen muss der Protagonist Dreddy Jones die Entführung seines Hasens aufklären und boxt sich dabei durch diverse Level. Um selbst Assets für die Spielfiguren anfertigen zu können, entschieden wir uns für einen Grafikstil, der bewusst pixelig ist und auf Fotografien basiert. So konnten für das Leveldesign auch Fotos aus dem Internet verwendet werden. Diese wurden in Photoshop in Kompositionen zusammengefügt und bearbeitet. Im Spiel haben wir mit Pixelgrafiken im PNG-Format gearbeitet, welches auch die notwendigen Transparenzinformationen bereitstellt. Für die einzelnen Spielfiguren-Assets haben wir Videoaufnahmen vor grünem Hintergrund gemacht. Die Aufnahmen durchliefen anschließend verschiedene Produktionsschritte, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wurde. Dabei wurden zunächst die passenden Frames für die Animationen ausgewählt, freigestellt, farblich angepasst, skaliert und zentriert. Die Recherche nach Soundtracks war nicht zufriedenstellend, also haben wir versucht, selbst passende Soundtracks zu produzieren. Hierfür verwendeten wir die DAW Ableton Live und zum Einspielen ein MIDI-Keyboard. Unser Team hat sich zur Abstimmung wöchentlich in der Hochschule getroffen, um den aktuellen Stand zu besprechen und das weitere Vorgehen zu planen. Diese Sitzungen wurden anschließend protokolliert und allen Teammitgliedern online verfügbar gemacht. Für die Organisation und den Austausch der Daten wurde von uns Software wie Discord oder Dropbox benutzt. Das wohl größte Problem war der Zeitfaktor. Viele der Ideen, die wir ursprünglich für das Spiel vorgesehen hatten, konnten nicht realisiert werden. Dazu gehören zum Beispiel Items, Waffen und Hindernisse. Anfängliche Abstimmungsschwierigkeiten konnten durch konsequente Dokumentation und Kommunikation gelöst werden. Die Asset-Produktion hätte wesentlich effizienter ablaufen können, da wir einerseits die Aufnahmen zu nah am Greenscreen gemacht haben, zum anderen die entsprechende Keying-Funktion in Adobe After Effects erst kurz vor Fertigstellung des Projekts erlernt haben. Danke, Björn! Die Zusammenarbeit hat insgesamt gut funktioniert und allen Teammitgliedern Freude bereitet. Vielleicht wird es ja bald ein weiterführendes Projekt geben. We'll be right back.
In den Tiefen des idyllischen Jammertals passiert nicht viel. Doch, was nach einem friedlichen Örtchen aussieht, verbirgt ein düsteres Geheimnis. Wir haben einen Anruf bekommen, dass sich merkwürdige Dinge in diesem Haus abspielen. Und dieser Fall klingt perfekt für die GTFO. Wir bei der GTFO haben das beste Equipment. Damit können wir jedes mögliche Signal aus jeder möglichen Dimension erkennen. Bis eine Stunde zu spät. Wo ist denn das Essen? Mir wurde Catering versprochen. Ich spüre Signale, eindeutig. Hier ist etwas. Das ist verflucht. Oh, was ist das? Das sieht nach ektoplasmatischen Rückständen aus. Oh, bist du dir sicher, dass du das anfassen solltest? Hör mal, ich bin Geisterjäger, okay? Das Unbekannte ist quasi mein Element. Bist du bescheuert? Das könnte giftig sein. Nein. Nein, es ist nicht giftig. Es schmeckt komisch, aber es ist nicht giftig. Ein Experte wie ich kennt dich mit solchen Sachen aus. Oh mein Gott. Sehr gut. Jetzt, wo wir alles aufgebaut haben und wir genau 12 Uhr haben, können wir mit der Kontaktaufnahme beginnen. Geister, gibt uns ein Zeichen. Hat er mit uns geredet? Nein, er meint die Geisternulpe. Gibt uns irgendein Zeichen. Irgendwas. Alter, kannst du das Mikrofon mal aus dem Bild nehmen? Alter, ich habe in Medientechnik studiert. Ich mache keine Fehler beim Ton. Gibt uns ein Zeichen, ihr Geister. Kommt irgendwas? Nein, nichts. Ah, Ektofassner. Vielleicht kann uns unser Experte weiterhelfen. Ja, dafür haben wir den Ecto 2000. Mit diesem können wir mithilfe der DFT die interdimensionalen Spektren analysieren. Oh, das ist giftig. Können wir uns hören? Irgendein Zeichen. Irgendwas. Moment. Wo ist Jonas? Ach, dieser Bastard. Ich den Scheißkerl erwische. Da kommt was von unten. Ich bekomme Signale. Was, aus dem Wohnzimmer? Nein, noch tiefer. Ich glaube im Keller. Alter, das ist nicht dein Ernst. Hm? Warum bist du hier unten? Ich dachte, wir sind fertig. Ach, scheiße, Jonas! Aber wenn wir hier fertig sind, kannst du wieder scheiß Dosen einsammeln. Fucking Master. Was ist das? Was ist mit Jonas? Keine Ahnung. Was war das? Scheiße. Was macht er? Was ist das? Da war grad was. Ich hab grad was gesehen. Jonas? Oh, nein! Fuck! Oh, renn! Okay, ich glaube, hier sind wir sicher. Warte, ich erkenne ein Gesicht. Das Gesicht? Die Kamera hat den Geist aufgenommen. Wir haben doch gar nichts gesehen. Das liegt an den Spektren, die das normale Auge nicht sehen können. Und für was hast du deine dumme Brille? Warte, ist das... Oh mein Gott, das ist Eberkriet. Das ist das Schlechter von Emden. Eberkriet war der berüchtigste Serienkiller ganz aus Friesland. Das ist aber auch der Name Schlechter von Emden. Er hat seine Opfer in sein Haus gelockt und dann brutal abgeschlachtet. Aber er hat doch gar keine Leichen gesehen. Was hat er mit den Leichen gemacht? Die Leichen, die hat er im Wald vergraben. Ist dies der Schlechter? Werden die Geisterjäger überleben? Oder ist es nur wieder ein müder Gag aus Emden? Das alles und noch viel mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von GTFO, Geister Task Force aus Friesland.
Vor einem halben Jahr hatten wir einen Einsatz in Silent Hill. Nichts Weltbewegendes, dachten wir damals. Es begann mit einem Haus. In dem fanden ein paar Kollegen komische Symbole und den Satz »Come to Silent Hill«. Am darauffolgenden Tag verschwand eine Polizistin kurz nach einem Funkspruch. Wir machten uns auf den Weg zu ihrer letzten bekannten Position. Jetzt steigen Sie ein und fahren Sie weg. Aber wir können doch nicht. Ach, wenn es sein muss. Versuchen Sie es zumindest. Was gibt's? Nur uns zwei allein. Ganz allein? Meinst du das jetzt ernst? Aber nur von hinten. Als wenn mich deine hässliche Fresse geil macht. Lass uns erstmal unseren Job machen. Irgendwas geht hier vor. Aber ich bin zuversichtlich, wir werden die Frauen finden. Welche Frauen? Jetzt hören Sie auf zu nerven. Ich will genauso wenig hier sein wie Sie. Aber wieso sind wir hier? Und kommen wir hier wieder weg? Ich kann mir auch Besseres vorstellen, als meinen Tag mit Ihnen zu verschwenden. Wir folgen jetzt erstmal der Sirene. Klingelstreich! Schnauze, du hast weder geklingelt, noch hat uns jemand die Tür aufgemacht. Klingelstreich! Ach, vergiss es. Oh, one second. Ja, ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Und ich bring dir Glück, wenn du meinen Rüssel reibst. Dein was? Nein, Spaß, wurde schon bei Ferrero für diesen Witz gefeuert. Dann hat mich die Borgkönigin hier unten eingesperrt, weil sie sich verraten fühlte. Sie wollte mir nicht glauben, brauchte einen anderen, um ihre Regale einzuräumen. Aber ich hab's ihr gezeigt. Ich hab ihr dummes Amulett geklaut, an dem sie so hängt. Welches Amulett? Ja, dieses genau. Moment mal, das brauchen wir uns auch nicht so ausführlich anzugucken. Ist das hier eine Sekte? Sekte sagt ihr, die Borgkönigin steht hier. So wie bei Star Wars. Durch euch wird diese Stadt zur Hauptstadt des Alls gemacht. Ich bin dein Vater, Luke. Die Menschheit wird assimiliert und wer sich widersetzt, wird terminiert. Und nun folgt mit Elan meinem großen Plan. Ich benötige nur eine von euch, so schön. Die eine darf bleiben, die andere darf gehen. Hier liegt nun euer Schicksal, die Wahl. In diesem Schacht von einem Monster bewacht. Wessen Schicksal zum Guten wenden, wessen hier enden. Wer von euch wird gehen, wer dem Monster entgegenstehen. Entscheidet oder leidet.
Also ich auf keinen Fall. Schönen Tag noch. Helga! Jetzt sind wir ganz allein. Meinst du? Aber was ist jetzt mit den Frauen? Ich dachte, du wärst schwul. Ich kann gerade eigentlich nur an eins denken. Wieso? Was denn? Deinen Kopf in meinem Rektum zu spüren, wie groß der auch ist, das ist unfassbar. Ernsthaft? Hier ist doch jemand. Komm, folge mir. Ich weiß auch nicht, was manchmal mit Günther los ist. Was soll das denn jetzt? Ist das jetzt ein schlechter Horrorfilm oder wie? Enttäuscht? Aber irgendwas haben wir doch vergessen. Mir ist auch entfallen, was wir hier wollten. Irgendwas wollten wir. Irgendwas mit Frauen. Aber was sollen wir denn mit Frauen anfangen? Aber ich weiß auch nicht. Du tauchst einfach wieder auf und denkst, wir machen weiter wie bisher? Entschuldigung, auftauchen, die Szene hat hier im Auto begonnen. Meine Fresse. Weißt du, was da eben abging? Und was meinst du mit Szene? Das ist doch kein Film. Was da genau passiert ist? Keine Ahnung. Wer war der Typ mit dem Pyramidenkopf? Hatte er was mit dem kurzzeitigen Verschwinden meines Kollegen zu tun? Die Polizistin konnten wir nicht finden. Und wer war das mit dem Amulett? Hat sie uns jetzt gerettet? War das überhaupt ihre Absicht? Ich kann mir, glaube ich, immer noch nicht erklären, was da genau vorgefallen ist. Die Schildkröte Hubert. Das ist Familie Fuchs. Familie Fuchs macht einen Ausflug zum Strand.
Sie machen es sich am Strand gemütlich, bauen Sandbogen und lassen den Drachen im Wind steigen. Doch der Sohn macht eine traurige Entdeckung. Eine Meeresschildkröte eingewickelt in einem Netz aus Plastik. Er nimmt die Schildkröte mit zu seiner Familie, in der Hoffnung, dass sie ihr helfen können. Zusammen können sie die Schildkröte von dem Plastiknetz befreien. Nachdem die Familie die Schildkröte wieder ins Wasser gesetzt hat, sind die Kinder sehr traurig, dass sie sich von der Schildkröte verabschieden müssen. Die Eltern besorgen den Kindern ein Eis, um sie zu trösten. Sie achten aber nicht darauf, wo sie ihren Müll entsorgen. Die Familie fährt nach Hause. Die Plastikverpackung landet im Meer. Hubert frisst das Plastik und stirbt. Mein Name ist Laura Brag, ich studiere Medientechnik im Wintersemester 2018 und das ist das Making-of zu meinem Projekt im Fach Produktion digitaler Medien. Das Ziel des Mobile Games ist es, den Kreaturen einen sicheren Weg zu der anderen Seite zu ebnen, indem mit einem einfachen Tippen eine Brücke über die Gefahrenstelle gebaut wird. Nach dem Überqueren zerbricht die Brücke und es muss erneut auf die Lücke getippt werden. Die Vorlage für das Spiel ist der Nintendo-Klassiker Manhole, der nun auf dem Smartphone oder Tablet gespielt werden kann. Zunächst suchte ich mir 2D-Content, den ich frei nutzen darf. Das sparte mir einiges an Zeit, da das Herstellen von eigenen Assets aufwendig ist. Im nächsten Schritt erstellte ich ein grobes Gerüst des Spiels. Als diese Hürde überwunden war, fing jeder Arbeitstag wie folgt an. Ich setzte mich hin und drückte auf Play. Dann ging ich das an, was mich am meisten störte. So lief es eigentlich bis zum Schluss. Bei Problemen fragte ich erstmal YouTube. Allerdings war es oft so, dass die Lösungen, die ich gefunden habe, nicht die waren, die ich mir vorgestellt habe. Darum musste ich letzten Endes doch selber nachdenken. Alles in allem lief alles ganz gut. Ich habe mir fest vorgenommen, weiter an diesem Projekt zu arbeiten und hier und da neue Dinge einzubauen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Spiel gerne testen. La casa y nunca más me verás, o sea que no sabrás dónde voy.
Today I'ma be whoever I wanna be. Today I'ma be whoever I wanna be. It's a boy fantasy, it's a girl fantasy. This is our fantasy, baby boy, boy, boy. Today I'ma be whoever I wanna be. Today I'ma be whoever I wanna be. It's a boy fantasy, it's a girl fantasy. This is our fantasy, baby boy, boy, boy. Flap, flap, flap your wings, go high. Say goodbye to everybody here, cause they're all the same. I hate this place, and everybody here is all the same. Life's a disgrace. Today I'ma be whoever I wanna be. Today I'ma be whoever I wanna be. It's a boy fantasy, it's a girl fantasy. This is our fantasy, baby boy, boy, boy. Today I'ma be whoever I wanna be. Today I'ma be whoever I wanna be. It's a boy fantasy, it's a girl fantasy. This is our fantasy, baby boy, boy, boy. Flying on my rocket ship, I'm on an acid trip. I need another pill, snort it, let it drip. I'm with my white friends, we getting wasted. Trapped in the suburbs, we suffocating. We get all the drugs and education. You can't be black folks on your parents' races. You say they hate me, well I love them. We still roll up, we still best friends. Everybody smiling, I don't see what's funny. Everybody friends, guess I wasn't lucky. Family full of athletes, I was kinda chubby. Shit was never sunny, wrist was so the bloody. Think my wounds were on me, save me for the vultures. I'm falling in the void, I don't know what I discover. I know I can hear the thunder, I can feel the honors. They've been praying on my hunger, I won't let them make me suffer. Today I'ma be whoever I wanna be. Today I'ma be whoever I wanna be. It's a boy fantasy, it's a girl fantasy. This is our fantasy, baby boy, boy, boy. Today I'ma be whoever I wanna be. Today I'ma be whoever I wanna be. It's a boy fantasy, it's a girl fantasy. This is our fantasy, baby boy, boy, boy. Ooh, take a moment.